Hier folgen wichtige Informationen bezüglich Pascalsches Dreieck und Newtonsches Bindung. Legen wir sofort los mit der Formel von Pascal, die besagt, dass die Summe dieser zwei Kombinationen gleich ist zu dieser Kombination. Schauen wir etwas genauer hin. Im ersten sowie auch im zweiten Term steht unten dieselbe Zahl n, die in der Antwort um 1 erhöht wird. Oben steht im ersten Term die Zahl p, im zweiten Term ist diese Zahl um 1 erhöht und diese erhöhte Zahl bleibt in der Antwort erhalten. So ist diese Formel von Pascal zu lesen. Beweisen wir diese Formel. Wir starten vom linken Teil der Gleichheit und werden dann ausrechnen, bis wir den rechten erhalten. Legen wir sofort los. Wir rechnen die Summe dieser beiden Kombinationen aus. Dazu nutzen wir selbstverständlich diese Formel. Diese Formel nutzen wir für den ersten sowie auch für den zweiten Term und kommen so zu diesen zwei Brüchen. Es gilt hier, diese zwei Brüche zu addieren, also machen wir sie gleichnamig. Hier steht der Faktor p plus 1 Fakultät, da steht der Faktor p Fakultät. Wenn wir p Fakultät noch multiplizieren mit p plus 1, dann erhalten wir hier als Produkt p plus 1 Fakultät genau wieder. Hier steht der Faktor n minus p minus 1 Fakultät und da steht n minus p Fakultät. Wenn wir also diese Fakultät noch mit der Zahl n minus p multiplizieren, dann ergibt das Produkt hier n minus p Fakultät. Dann tun wir das. Also hier multiplizieren wir Nenner und Zähler mit p plus 1 und hier multiplizieren wir Nenner und Zähler mit n minus p. Ist gemacht. P plus 1 mal p Fakultät, das macht p plus 1 Fakultät. Und n minus p mal n minus p minus 1 Fakultät, das macht n minus p Fakultät und somit sind diese beiden Nenner gleich. Dann dürfen wir die Zähler addieren und in der Addition dieser beiden Zähler wurde Fakultät von n sofort ausgeklammert. Zwischen Klammern bleibt dann noch p plus 1 plus n minus p. So, p plus 1 plus n minus p, die beiden p streichen sich weg, dann bleibt hier n plus 1. Oben bleibt also n plus 1 mal n Fakultät, das ist die Fakultät von n plus 1. Und hier unten in der Klammer werden wir 1 addieren und dann auch sofort wieder subtrahieren. Wir addieren 1 und subtrahieren auch sofort wieder 1. Warum machen wir das? Weil wir hier diese Kombination erkennen. Denn wenn man diese Kombination ausrechnet, findet man genau das da. Also haben wir die Formel von Pascal somit bewiesen. Kommen wir jetzt zum Pascalschen Dreieck. Das sieht so aus und in dem Dreieck sind sämtliche Kombinationen untergebracht. Das untere Kombinationsindex bezeichnet die Zeile und wir beginnen mit der Zeile 0. Das ist die 0. Zeile, das ist Zeile 1, hier ist Zeile 2, Zeile 3, Zeile 4 und so weiter. Hier wurde das Pascalsche Dreieck erstellt bis zur Zeile 8. Und das obere Index, das bezeichnet die Spalte und auch da beginnen wir mit Spalte 0, Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3 und so weiter. Manchmal wird das Pascalsche Dreieck auch in dieser Form präsentiert. Das ist eine Geschmackssache, ich persönlich habe lieber diese Form. Und in diesem Pascalschen Dreieck gilt links plus rechts gleich unten. Schauen wir mal nach, schreiben es zuerst auf, links plus rechts gleich unten. Schauen wir ein Beispiel in der Tabelle hier. Diese Zahl links plus diese Zahl rechts gleich die Zahl darunter. Schauen wir die Summe dieser zwei Kombinationen.
Diese Summe entspricht genau dem ersten Teil der Pascalschen Formel, denn unten steht dasselbe Index, 5. Das obere Index wird im rechten Term um 1 vergrößert und in der Antwort wird das gemeinsame untere Index um 1 vergrößert und das hier um 1 vergrößerte Index wird da beibehalten. Also durch die Pascalsche Formel gilt links plus rechts gleich unten. Das funktioniert überall in dieser Tabelle, zum Beispiel auch da. Links plus rechts gleich unten. Das funktioniert. Machen wir diese gelben Felder wieder weg und fangen jetzt an, gewisse Felder zu berechnen, indem wir die Kombinationsformel einsetzen. Wir rechnen zum Beispiel hier C8,0. Rechnen wir C8,0 mal aus anhand dieser Formel. Das macht die Fakultät von 8 geteilt durch die Fakultät von 0, die als 1 definiert ist, mal Fakultät von 8 minus 0. Dieser Bruch ergibt also die Fakultät von 8 geteilt durch Fakultät von 8, das heißt 1. Und aus demselben Grund sind alle Zahlen in der Spalte 0 gleich zu 1. Jetzt rechnen wir mal C77 aus. C77 ergibt durch diese Formel wieder 1. Und aus diesem selben Grund sind alle Kombinationen auf dieser Diagonalen gleich zu 1. So, und jetzt können wir anwenden, links plus rechts gleich unten. Das fängt sofort hier an, 1 plus 1 macht 2, da gehört also eine 2 hin. 1 plus 2 macht 3, 1 plus 3 macht 4 und so weiter. Somit finden wir in der Spalte Nummer 1 die natürlichen Zahlen von 1 bis 8. Und jetzt machen wir weiter. Links plus rechts gleich unten, so wie hier angezeigt. Links plus rechts gleich unten, da gehört also eine 3 hin. 3 plus 3 macht 6, 4 plus 6 macht 10 und so weiter. Und so können wir eigentlich diese gesamte Tabelle hier ausfüllen. Man kann das Pascalsche Dreieck selbstverständlich noch weiterführen, indem man noch weitere Zeilen einfügt. Wir kommen nachher nochmal auf dieses Dreieck zurück. Jetzt greifen wir das Newtonsche Binom an. Wir wissen, dass a plus b im Quadrat gleich ist zu a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat, binomische Formel. Wir wissen auch, dass a plus b hoch 3, a hoch 3 plus 3a Quadrat b plus 3ab Quadrat plus b hoch 3 ist. Diese Formel kennen wir. Aber was ist mit a plus b hoch 4? A plus b hoch 5, a plus b hoch 10. Wie rechnet man diese Potenzen vom Binom a plus b? Genau das werden wir jetzt angreifen, denn um diese Potenzen zu berechnen, kann man dieses Newtonsche Binom einsetzen. Man nennt das das Binom, weil a plus b ein Binom ist. Und man nennt es das Newtonsche Binom zu Ehren des englischen Mathematikers und Physikers Sir Isaac Newton. Schon wieder er. Er hat wirklich sehr, sehr viel in den Wissenschaften geleistet. Wir haben hier eine Formel, in der Kombinationen vorkommen. Und das ist eine Formel bezüglich natürlicher Zahlen. Diese Hochzahl n ist eine natürliche Zahl. Sie kommt davor. Da, da und da. Die Formel steht, also können wir, um sie zu beweisen, die vollständige Induktion einsetzen. Genau das werden wir hier machen. Zuerst einmal schauen wir nach, ob die Formel stimmt für n gleich 1. Wir ersetzen also hier n durch 1, da, da und da auch. Und das Summenindex geht dann von 0 bis 1. Also schauen wir zuerst, was dieser Term ergibt, wenn j 0 ist. Dann macht das hier c1 0, a hoch 1 minus 0 mal b hoch 0, also dieser Term. Jetzt plus, daher das Sigma. Jetzt wird j auch schon 1, also schauen wir diesen Term, wenn j 1 ist. Und wir wissen ja, dass n hier auch 1 ist.
dann ergibt das C11 a hoch 1 minus 1 mal b hoch 1, dieser Term. Aber diese Kombination hier ist gleich zu 1. Das ist a hoch 1, also a, und das ist b hoch 0, also 1. Der erste Term ergibt 1 mal a mal 1, also a. Der zweite Term ergibt 1 mal 1 mal b, also b. Das ist a plus b hoch 1 und selbstverständlich ist a plus b hoch 1 genau dasselbe wie a plus b. Also ist die Formel schon mal bewiesen für n gleich 1. Bei den Dominosteinen heißt das, der erste Stein fällt um. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel gültig ist für eine beliebige natürliche Zahl k. Also in unserer Hypothese steht jetzt, dass a plus b hoch k gleich ist zu dieser Summe. Wir haben in dieser Formel einfach das n durch k ersetzt. Wir nehmen also hier an, dass die Formel gültig ist für die natürliche Zahl k. Das bedeutet im Beweis, dass irgendein Stein mit Nummer k umfällt. Und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass der nächste Stein, das heißt Stein mit Nummer k plus 1, ebenfalls umfällt. Wir werden also diese Formel hier beweisen für k plus 1, wohlwissend, dass die Formel für k gültig ist. Also legen wir sofort los und rechnen a plus b hoch k plus 1. Wir wollen jetzt beweisen, dass für die Hochzahl k plus 1 diese Formel hier gültig ist. Wir wollen also beweisen, dass a plus b hoch k plus 1 gleich zu dieser Summe ist. Und genau das werden wir hier in Angriff nehmen. Legen wir los. A plus b hoch k plus 1, das ist natürlich dasselbe wie a plus b hoch 1 mal a plus b hoch k. Für diesen Faktor a plus b hoch k dürfen wir aber diese Formel benutzen und tun das auch. Wir werden jetzt diese Summe ganz ausschreiben, das heißt, zuerst ist das Summenindex gleich 0, also erhalten wir hier ck0a hoch k minus 0 mal b hoch 0, das ist dieser Term, dann plus, jetzt wird j 1, wir erhalten also ck1 mal a hoch k minus 1 mal b hoch 1, das ist dieser Term, und wir machen das immer so weiter bis zum letzten, wo j k ist. Der letzte Term dieser Summe ist also der, den wir erhalten, indem wir j da, da und da durch k ersetzen. Das ergibt dann ckk a hoch k minus k mal b hoch k. Jetzt werden wir das a verteilen auf diese Summe. Was also heißt, wir werden in dieser Summe den Exponenten von a überall um 1 erhöhen. Dieses a hoch k wird also zu a hoch k plus 1. Dieses a hoch k minus 1, das wird zu a hoch k. Und so weiter bis zur letzten Potenz. Hier steht a hoch 0 mal a, das wird also a hoch 1. Wir multiplizieren diese gesamte Klammer mit a, ist gemacht. Und jetzt verteilen wir auch noch dieses b. Wir multiplizieren die gesamte Klammer mit b, was bedeutet, in jedem einzelnen Term wird der Exponent von b um 1 erhöht, ist gemacht. Und jetzt schauen wir uns diese Summe mal ganz genau an. Der erste Term da vorne, der passt zu keinem einzigen der folgenden, denn hier haben wir a hoch k plus 1 mal b hoch 0. Diese Potenzen kommen in keinem der anderen Termen vor. Also lassen wir diesen Term einfach stehen. Jetzt schauen wir diesen Term. A hoch k mal b hoch 1. Diese Potenzen kommen irgendwo weiter nochmal vor, und zwar da. Hier steht a hoch k mal b hoch 1. Unterstreichen wir diesen Term in rot, genau wie den da.
Hier in diesen zwei Termen können wir also das a hoch k mal b hoch 1 ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann ck0 plus ck1. Das schreiben wir schon mal auf. Diese zwei roten Termen sind also zusammengefasst in diesem einzelnen Term. Jetzt schauen wir den da. Beim nächsten Term haben wir als Potenzen a hoch k minus 1 mal b hoch 2. Genau dieselben Potenzen kommen auch hier vor. Also können wir hier wieder a hoch k minus 1 mal b hoch 2 ausklammern und zwischen Klammern bleibt ck1 plus ck2. Schreiben wir es auf. Der nächste Term, der hier sofort hinter dem Pluszeichen stehen wird, machen wir das so, der wird sich mit diesem hier zusammenfügen und wird wieder zu solch einer Summe führen. Dieser Term hier, der sofort nach diesem Pluszeichen kommt, der wird sich zusammenfügen mit dem Term, der hier vor diesem Pluszeichen steht und diese beiden Termen werden wieder zu solch einem Term führen. Jetzt schauen wir den nächsten, diesen da. Also hier kommen zuerst mal drei Pünktchen, so. Hier haben wir a² mal b hoch k minus 1 und a² mal b hoch k minus 1, diese Potenzen kommen auch davor. Also können wir diese Potenzen hier wieder ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann ck k minus 2 plus ck k minus 1. So. Jetzt noch diesen Term in Magenta und diesen Term auch in Magenta, denn hier haben wir die Potenzen a hoch 1 mal b hoch k und da auch a hoch 1 mal b hoch k. Also können wir hier auch diese Potenzen ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann ckk minus 1, steht da, plus ckk, steht da. Und dann haben wir noch den hinteren Term da, diesen Term, der passt zu keinem anderen. Man könnte jetzt denken, vielleicht passt er zum ersten. Tut er aber nicht, denn beim ersten steht a hoch k minus 1 mal b hoch 0. Und hier haben wir a hoch 0 mal b hoch k plus 1. Die passen also nicht zusammen. Und dann schreiben wir den eben einfach ab. Jetzt schauen wir uns mal genauestens diese Klammern an. Wir erkennen hier die Summe von zwei Kombinationen. Unten steht dieselbe Zahl k, oben steht die Zahl 0 und im zweiten Term ist die um 1 erhöht. Das sieht sehr stark nach der Formel von Pascal aus und die werden wir da auch einsetzen können. Hier genau dasselbe. Die untere Zahl ist dieselbe, oben steht 1, im rechten Term ist die Zahl um 1 erhöht. Da auch, das ist überall so, wo die Summe dieser beiden Kombinationen vorkommt. Also in all diesen Klammern können wir die Formel von Pascal einsetzen, tun das auch. Und jetzt haben wir diese Summe erhalten. Wir schielen natürlich auf unsere Antwort, zu der wir wollen. Hier unten steht überall k plus 1 in jedem Term. Hier steht k. Da steht k plus 1, das ist okay. Da auch, da auch, da auch, aber da wieder nicht. Das heißt, der erste Term und der letzte Term, die machen uns hier Schwierigkeiten. Wir werden dafür sorgen, dass da unten ein k plus 1 hinkommt, aber nicht einfach pfuschend, indem man schnell das plus 1 da hinten dran setzt, sondern wir bräuchten hier ck plus 1, 0. ck 0, das ergibt 1. ck plus 1, 0 ergibt aber auch 1. Deshalb dürfen wir hier also k plus 1 hinschreiben, weil beide Zahlen 1 ergeben. Jetzt schauen wir hier. Auch hier würde ich gerne k plus 1 schreiben. Wenn wir da oben auch k plus 1 schreiben, dann ist das okay. Denn ckk, das macht 1. Und ck plus 1, k plus 1 macht auch 1. Also dürfen wir die Zahl ersetzen durch ck plus 1, 0 und diese Zahl durch
CK plus 1, K plus 1. Dann tun wir das. Das ist gemacht. Und die Summe, die wir jetzt hier haben, entspricht genau dem, was wir finden wollten. Denn in dieser Summe ist J zuerst einmal 0. Der erste Term ergibt also CK plus 1, 0. A hoch K plus 1 minus 0 mal B hoch 0. Das ist genau das, was da steht. Jetzt wird J 1. Der Term, den wir hier brauchen, ist also der, den wir erhalten, indem wir J durch 1 ersetzen. Dann erhalten wir hier CK plus 1, 1 mal A hoch K plus 1 minus 1, also A hoch K, mal B hoch 1. Das ist genau das, was da steht. Und wenn J dann 2 wird, dann erhalten wir den Term. Die drei letzten Termen sind die, wenn J K minus 1 ist, das ist dann dieser Term, dann wird J K, das ergibt diesen Term, und dann wird J K plus 1, und das ergibt diesen Term. Also haben wir somit die Newtonsche Formel bewiesen, die besagt, dass man a plus b hoch eine beliebige natürliche Zahl berechnen kann durch diese Summe von Potenzen von a und Potenzen von b versehen mit einem Faktor, der eine Kombination ist. Jetzt wenden wir das Newtonsche Binom in einigen Beispielen an. Berechnen wir zum Beispiel a plus b hoch 4 mit unserer neu gewonnenen Formel. Das ist die Summe von solchen Produkten. Die schreiben wir jetzt mal aus. Dieser Term, wenn J 0 ist, ergibt C 4 0 A hoch 4 minus 0 mal B hoch 0. Plus, jetzt wird J 1. Dann ergibt das C 4 1 mal A hoch 4 minus 1 mal B hoch 1. Plus und so weiter bis J 4 ist. Der letzte Term ergibt also C44 mal A hoch 4 minus 4 mal B hoch 4. Diese Summe ergibt das da. Die Potenzen von A und von B können wir natürlich alle ziemlich schnell vereinfachen. Und die Vorzahlen, das sind lauter Kombinationen. Unten steht 4, 4, 4, 4, 4. Und oben steht 0, 1, 2, 3, 4. Das erinnert natürlich sehr stark an das Pascalsche Dreieck. Es sind nämlich genau diese Kombinationen hier in dieser Zeile, die da vorkommen. Es sind genau die da. Jetzt verwandeln wir unsere Pascalsche Tabelle durch die numerischen Werte. Da sind sie. Diese Vorzahlen, die also da einzusetzen sind, das sind ganz einfach diese 5. Ja, dann tun wir das. Dann setzen wir die da ein und haben somit a plus b hoch 4 schnell gefunden. Es geht sogar noch schneller. Suchen wir mal a plus b hoch 5. Zuerst schreiben wir die Potenzen von a und von b für a von 5 über 4, 3, 2, 1 bis 0 und für b genau das Gegenteil. Wir beginnen bei 0 in aufsteigender Reihenfolge 0, 1, 2, 3, 4 bis 5. Wir brauchen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vorzahlen. Also gehen wir einfach in diese Pascalsche Tabelle schauen. Wir nehmen die Zeile, in der 6 Zahlen stehen. Das ist diese hier. Markieren wir sie mal. Und diese Vorzahlen 1, 5, 10, 10, 5, 1 werden hier einfach eingesetzt. Zack, ist gemacht. Jetzt rechnen wir das Ganze noch aus und fertig. So kann man also sehr schnell eine Potenz mit natürlicher Hochzahl vom Binom a plus b berechnen. Übrigens, das funktioniert selbstverständlich auch für a plus b hoch 3. Wir brauchen da 1, 2, 3, 4 Zahlen. Die Vorzahlen sind also diese hier, 1, 3, 3, 1. Stimmt, 1, 3, 3, 1. Das funktioniert auch für a plus b im Quadrat. Das ist dann nämlich 1 mal a plus 2ab plus 1 mal b. Das funktioniert sogar für a plus b hoch 1. Das macht nämlich 1 mal a plus 1 mal b. Für a plus b hoch 0, das ergibt 1. Jetzt noch einige Bemerkungen dazu.
In dem Pascalschen Dreieck gilt anscheinend, dass die Summe der Zahlen jeder Zeile eine Potenz von 2 ergibt. Nehmen wir zum Beispiel diese Zeile hier. Wenn wir diese 5 Zahlen addieren, erhalten wir anscheinend eine Potenz von 2. Das gilt für jede Zeile in diesem Pascalschen Dreieck. Zuerst beweisen wir das schnell, das geht rasch, denn wenn man im Newtonschen Binom a und b durch 1 ersetzt, dann ergibt diese Formel sofort, dass 2 hoch n gleich zu dieser Summe ist. Aber 1 hoch n minus j, das macht 1, 1 hoch j, das macht auch 1, die beiden Faktoren entfallen und so bleibt hier also nur noch die Summe von diesen Kombinationen. So, Summe von diesen Kombinationen, die hier ausgeschrieben wurde. Also die Summe dieser Kombinationen in der Zeile mit Nummer n ist anscheinend nichts anderes als 2 hoch n. Schauen wir zum Beispiel in dieser Zeile hier. Laut dieser neuen Formel muss die Summe von diesen Kombinationen 2 hoch 4 sein. 4 ist das Zeilenindex. Also muss die Summe von diesen 5 Zahlen gleich 16 sein. Wir verwandeln das Pascalsche Dreieck zu den numerischen Werten und überprüfen das. 6 plus 4, das macht 10, 11, 15, 16. Passt. Das passt für alle Zeilen. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug über die Menge der komplexen Zahlen. Wir schreiben 1 plus i. I ist die Imaginäreinheit, deren Quadrat minus 1 ergibt. Und wir rechnen jetzt dieses Binom hoch eine natürliche Zahl n. Da man in der Menge der komplexen Zahlen genauso arbeiten darf wie in der Menge der reellen Zahlen, ist das Newtonsche Binom auch hier gültig. Dieser Faktor 1 hoch n minus j entfällt, weil das immer 1 ergibt. Somit erhalten wir also diese Summe für 1 plus i hoch n. Die schreiben wir jetzt aus. Erster Term ist, wenn j 0 ist, also cn 0 mal i hoch 0 plus. Jetzt wird j 1, dann wird das cn 1 mal i hoch 1 plus. Jetzt wird j 2, cn 2 mal i hoch 2. I hoch 2 macht minus 1. Und immer so weiter bis zum letzten Term, wenn j n ist, dann haben wir cn n mal i hoch n. Die Summe ausgeschrieben sieht also so aus. Jetzt haben wir hier i hoch 0, das macht 1. Der erste Term ist also eine reelle Zahl. Hier steht i hoch 1. I hoch 1 mal eine reelle Zahl, das ist komplex, das ist ein Vielfaches von i. Hier i Quadrat, das macht minus 1, das ist also wieder eine reelle Zahl. Das ist ein Vielfaches von i und so weiter. Wenn man jetzt hier alle reellen Zahlen zusammensetzt und alle Vielfachen von i auch und klammert dann da das i aus, dann hat man herausgefunden, dass 1 plus i hoch n gleich zu dieser komplexen Zahl sein muss, deren Realteil diese Klammer ist und deren Imaginärteil diese Klammer ist. Die Zahl 1 plus i kann man aber anders schreiben. In trigonometrischer Form wird diese Zahl 1 plus i zu Quadratwurzel von 2 mal sis pi Viertel. Davon kann man sich sehr schnell überzeugen durch die komplexe Ebene. Die Zahl 1 plus i, 1 plus i wird durch diesen Punkt dargestellt. Der Winkel ist hier pi Viertel und der Abstand zwischen dem Punkt und dem Ursprung, das ist Quadratwurzel von 2. Sehr schnell gefunden durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Also können wir 1 plus i hoch n auch in diese Form schreiben. 1 plus i, das ist Wurzel 2 sis pi Viertel. Und das Ganze wird dann hoch n berechnet. Das ist ein Produkt. Also macht das Quadratwurzel von 2 hoch n mal sis hoch n von pi Viertel. Und in dieser trigonometrischen Schreibweise sis hoch n von pi Viertel darf das hoch n einfach runterrutschen durch die Formel von de Moivre.
Und somit kommen wir zu Wurzel 2 hoch n mal Sis von n mal Pi Viertel. Das Sis von einem Winkel, das ist der Cosinus von dem Winkel plus I mal Sinus von dem Winkel. Also schreiben wir dieses Sis jetzt so aus und erhalten für 1 plus I hoch n die komplexe Zahl, deren Realteil diese Zahl ist und deren Imaginärteil diese Zahl ist. Also, diese komplexe Zahl, die wir so schreiben können, ist gleich zu dieser komplexen Zahl, die wir so schreiben können. Also muss diese komplexe Zahl gleich zu dieser sein. Woraus wir also schließen, dass der Realteil von der oberen komplexen Zahl gleich sein muss zum Realteil der unteren komplexen Zahl und genau dasselbe für die Imaginärteile. Dieser Imaginärteil muss gleich zu diesem sein, woraus wir also diese zwei seltsame Formeln schließen können. Durch den Ausflug über die Menge C konnten wir eine seltsame Verbindung zwischen zwei ganz verschiedenen Bereichen der Mathematik herstellen. Zwischen der Kombinatorik und der Trigonometrie. Auch hier Kombinatorik, Trigonometrie. Man bemerke, dass in diesen Gleichheiten überhaupt keine komplexen Zahlen mehr vorkommen. Also haben wir hier zwei Formeln gefunden bezüglich reeller Zahlen und dies durch einen Ausflug in die Menge C. Noch eine kleine Bemerkung zum Pascalschen Dreieck. Seltsamerweise kommt die berühmte Zahlenfolge des Fibonacci, diese da, auch im Pascalschen Dreieck vor. Die Zahlenfolge des Fibonacci funktioniert wie folgt. Man startet mit 1 und 1 und jedes weitere Glied ist immer gleich zur Summe der zwei vorherigen. Also die 2, das ist die Summe von 1 und 1. Diese 3 ist die Summe der zwei vorherigen, also 2 plus 1. Die 5 ist gleich 3 plus 2. Die 8 ist gleich 5 plus 3 und so weiter. Diese Zahlenfolge kommt auch hier im Pascalschen Dreieck vor, wenn man das Dreieck so liest. Hier haben wir die 1, auch in diesem kleinen Quadrätchen hier haben wir die 1. So diagonal addiert ergibt das 1 plus 1, das macht 2. Hier haben wir 1 plus 2, das macht 3. Dann 1 plus 3 plus 1 macht 5 und so weiter. So kann man also die Zahlenfolge des Fibonacci im Pascalschen Dreieck ablesen. Übrigens, der Herr hieß gar nicht Fibonacci, man nannte ihn nur so. Sein Vater hieß Bonacci. Und ihn nannte man Sohn des Bonacci, daher Fibonacci. Wenn man diese Zahlenfolge geometrisch darstellt, durch zuerst mal ein Quadrätchen hier mit Seite 1, das ist die erste Zahl der Folge. Darauf folgt dann ein weiteres Quadrätchen mit Seite 1, diese Zahl. Darauf folgt dieses Quadrätchen mit Seite 2. Dann dieses Quadrätchen mit Seite 3 und so weiter. Und in diesen einzelnen Quadrätchen lassen wir dann diese Spirale entstehen, indem wir jedes Mal Viertelkreise ziehen. Ich mache die Spirale mal etwas bunter. So, im ersten Quadrätchen haben wir einen Viertelkreis mit Radius 1. Im zweiten auch. Im dritten ist ein Viertelkreis mit Radius 2. Hier ist der Radius 5, da 8, da 13 und so weiter und so weiter. Und seltsamerweise findet man diese Spirale in verschiedenen Bereichen der Natur, wie zum Beispiel bei einer Sonnenblume oder auch in einem Schneckengehäuse. Sogar im Universum finden wir solch eine Spirale des Fibonacci. Man kann sehr viele Naturereignisse mit Mathematik beschreiben und modellieren. Ich bin davon überzeugt, Mathematik ist die Sprache der Natur.